Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von Gustav Colibri. Okay. Ich musste kurz was einstellen, deshalb hat mich jetzt ein bisschen Spawn getrappt. Also ja, heute wieder mal Stick-Duell. Jedenfalls hat es bei mir, bin ich vorhin so umgepackt und konnte mich kaum bewegen. Beziehungsweise ich konnte mich bewegen, aber ich wurde immer wieder zurückgepackt. Oh Gott. Vorhin habe ich schon ein paar coole Block-Emojis machen können. Oh oh. Ja, das war so knapp. Geil, okay. Wieder ein Block-MLG. Oh, der leckt auch rum. Tut mir leid, aber ich musste das jetzt machen. Nein, komm. Also, vielleicht spielen wir nachher noch ein bisschen Bed Wars. Nein, komm. Aber im Moment noch Stick Duell. Okay. Ich bin jetzt dem hinterher gesprungen. Kein Block MLG mehr schaffen können. Okay, das habe ich auch gefailt. Aber irgendwie war das klar, dass er das machen wird, würde, gewürde hättet. Ey, ich will da Blöcke platzieren, aber es geht nicht so gut. Irgendwie gerade. Okay, ich will mal schnell ausprobieren, ob diese, oh Gott, Taktik, Mann, wieso kann der mich immer schlagen von dort? Ob meine neue Taktik gut funktioniert? Okay, mittlerweile habe ich dort auf der Seite 4 Blöcke platziert und der ist da beschäftigt, das ist sehr gut. Oha, der war echt nah bei meinem Bett. Okay, das wäre fast ein Block safe gewesen. So, ich will mal ausprobieren, ob diese Taktik jetzt wirklich so gut funktioniert. Yes, ich habe ihn da schlagen können. Oh mein Gott, der laggt hier voll rum. Es ist 3 zu 1. Ey, wieso? Die Blöcke auch so. Irgendwas ist ein bisschen komisch an entweder meinem Computer oder vielleicht, ich denke mal an meinen Computer, weil irgendwie was mit Updates hatte ich vorhin gerade ein Problem. Kleines Problemchen. Okay. Da hat er leider gerade die Taktik verwendet. Wow, wie leckt der denn da rum, ey? Ist das jetzt mein Computer oder der Server oder der da? Dankeschön. Nein! Nicht mehr Dankeschön. Ich nehme es jetzt zurück. Ich kann die Blöcke nicht platzieren. Aber ist der ernsthaft schon dort gestanden? Okay, der ist jetzt runtergerannt.
Yes, okay, geschafft. Ich könnte theoretisch oben durchgehen. Ups, habe ich jetzt irgendwie nicht geschafft. Nein, das war so knapp. Okay. Ist wieder runtergerannt. Yes, okay. Ich werde immer besser. Muss schauen, dass ich die Runde vielleicht noch ein bisschen gewinne. Aber das ist auch online gegeneinander. Und nicht so wie Bad Wars, wo man dann. Oha. Das ist jetzt gut gelungen, dieser Outplay. Nein, komm. Ich muss die Taktik noch ein bisschen ausprobieren. Ob die wirklich so funktioniert, wie ich es gern hätte. Und zwar, ich kann es euch gleich erklären. Wenn er mich schlägt, muss ich ganz kurz, nachdem er mich geschlagen hat, muss ich ihn schlagen. Also sozusagen, er schlägt mich und sofort schlage ich ihn danach. Okay, da ist er runtergesprungen. Aber ich muss auch aufpassen, dass ich nicht plötzlich gar nicht mehr schlage. Boah, der laggt so rum. Yes, voll. Ich muss auch. Ach komm. Ich muss auch versuchen, ihn auch so zu schlagen. Aber im rechten Moment muss ich eben schlagen. Und da richtig muss ich schlagen. Und wenn er mich nicht schlägt, muss ich auch schlagen können. Ja, genau, ich habe jetzt Schaden bekommen und deshalb. Uff. Wow, der hat überlebt. Der hat nochmals überlebt. Jetzt hätte er mein Bett abbauen können, aber hat er auch. Jetzt hat er die Taktik gemacht. What? Jetzt hat er gewonnen, ernsthaft. Ich hätte das Bild noch einmal zerstören müssen und dann hätte ich gewonnen. Ach ja, in der Lobby backe ich immer so rum. Bin ich rumgebackt. Also, Bad Wars würde ich sagen. Jetzt ist irgendwie alles wieder gut. Wahrscheinlich wegen den Updates irgendwas von meinem Computer. Komm ein bisschen Elo Bad Wars. Habe ich jetzt gerade Lust darauf? Elo Bad Wars. Geh auf dem Weg zu Slime. Ich kann ihn nicht anklicken, danke. Also, deine Liga. Was? Amateur bin ich. Randy und jetzt Amateur. Ach, ich bin aufgestiegen. Das, das habe ich gar nicht gemerkt. Aber okay, 4x2 würde ich sagen. Warteschlange und ich wette darauf, dass ich wieder als einzige alleine im Team bin. Platzangst, what? Ich bin als einzige alleine in einem Team. Irgendwie kann ich das immer vorhersagen. Immer kann ich das vorhersagen. Habe das Gefühl, ich bin als einzige alleine in einem Team, sage ich vorher. Nachher. Ach, es ist Elo Bad Wars, genau. Es sind nicht 8x1. Zuerst habe ich gesagt, ich habe das Gefühl, dass ich allein in einem Team sein werde. Und nachher bin ich allein in einem Team. Okay. Oh, es laggt. Oh, es laggt. Und ich konnte wegen diesem Lag keine Spitzhacke mehr kaufen. Nein, wie hat er das überlebt?
Oh Gott, okay, er hat mich zum Glück. Wieso laggt das so voll um? Das ist echt nicht gut. Er überlebt auch noch. Ja, okay. Er hat jetzt mein Bett. Er hat aber keine Spitzhacke. Was? Oh Gott. Ich muss jetzt versuchen, ihn so zu töten. Mein Gott, ich hab Lock-MLG geschafft. Nein, es laggt. Aber es laggt so rum. Wieso laggt das so rum? Oh nein. Void. Nicht Platzangst. Wenigstens aber dieser Block im. Ich bin schon wieder alleine in einem Team. Ich frage mich. Mann. Ich bin so arm. Ich bin immer allein in einem Team und es laggt auch noch voll rum. Ein Like gleich ein Mitleid für mich. Bitte. Ich flehe euch an. Nein, natürlich nicht, aber. Es ist ja logisch, dass ich verliere, wenn. Och, komm. Es laggt immer noch rum. Ich wollte schon fast sagen, wenigstens laggt es nicht mehr so rum. Aber es laggt jetzt wie auch wieder so rum. Vor allem bei diesem Shop, ey. Das nervt so. Der kam von dort oben. Ich suicide den jetzt. Perfekt. Hab ihn. Sowas von perfekt. Seht ihr, wie das rumlaggt? Und hätte schon fast den Block-MLG noch geschafft. Ist jetzt 2 gegen 2 gegen 1. Ich baue mich jetzt lieber hier oben nochmals hoch. Oh Gott. Okay. Zum Glück haben die Blöcke so einen Sound, dass man sie gut hört, wenn jemand anders auch Blöcke platziert oder abbaut. Dort sind jetzt 2. Wenn ich das... Ich konnte nicht springen. Wieso konnte ich jetzt nicht springen? Er hat mich runtergeschlagen. Leute, ich melde mich jetzt kurz aus dem Schnitt, damit ihr das ein bisschen kapiert. Jedenfalls, ich bin gerade von selbst heruntergefallen und ich sage kurz danach, er hat mich runtergeschlagen. Das liegt daran, weil das Video einfach ein bisschen länger gegangen ist und deshalb, also mehr als 10, 15 Minuten sogar, deshalb habe ich einmal bis einen Teil rausgeschnitten aus dem Video und deshalb, die haben mich dann eben mal runtergeschlagen und nur damit ihr jetzt das kapiert, wollte ich das noch kurz sagen. Ich bin halt nicht gut im Gegensatz zu den anderen. Es ist halt so. Ich baue mich jetzt hier daneben hoch, so. What? Da war gerade einer. Den habe ich genau gesehen. Aber egal. Okay, der kann nicht zu mir. Das ist gut. Geht am besten zu dem. Ernsthaft jetzt? Nein, die gehen doch nicht zu mir. Okay. Der einzige Lichtblick im Moment.
ist das. Der kommt jetzt aber zu mir. Weggestormt. Ich gehe jetzt nicht zu dem, die haben uns mit Spinnennetzen eingebaut. Da brauche ich ein Schwert. Oh komm, ich gehe hier oben lang. Obwohl ich sowas von viel Fallschaden bekomme. Okay, relativ viel. Oh Gott, ich hätte nicht gedacht, dass Stompen so einfach sein kann. Ich habe aber zwei Herzen. Okay, nur keinen Schaden bekommen. Oh Gott. Nein! Ach komm. Denk daran, ein Like gleich ein Mitleid für mich. Yes! Geschafft. Geil, okay. Nein, da kommt jetzt der andere. Och, und er hat überlebt. Wieso hat das überlebt? Komm doch. Ich hab keine Spitzhacke da. Okay. Ich werde eh verlieren, so oder so. Das war's eigentlich mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Könnt gerne ein Like da lassen, falls ihr mich bemitleidet. Der stompt mich jetzt weg und hat mein Bett und killt mich dann nochmals eventuell. Und dann hat er gewonnen. Spielt es jetzt noch schnell zu Ende. Bis die jetzt mich haben. Ja, okay. Ja. Das war's mit dem Video. Ein Like gleich ein Mitleid für mich. Bis zum nächsten Video.